Ist ja schön. Bunsenbrenner. Ja, ich weiß, das ist alles echt. Ist ja schön. Ja, sonst finden wir mal. Oh Gott. Ich habe eher keine Ahnung, was aus diesen Eiern schlüpfen könnte. Was ist das? Ein Therapy-Netz? Ach, diese. Ganze Kolonie, um ja. Zu machen. Diese langen Käfer. Oder einen riesigen. Ich hoffe mal, wir haben jetzt gleich hier so eine Riesenbrut von lauter Minikäfern. Hätte ich nämlich nicht so wirklich Bock drauf. Igitt, warum riechen alle Umkleiden gleich? Ja. Ich rieche nur eins. Locust. Sieht da bisher gar nicht mal so schlecht aus. Der Munition haben wir eigentlich erstmal. Dinger auf, zu damit. Kann ich ja nicht. Schade. Da brauchen wir nicht über irgendwelche Schweinereien ja wundern, wenn nachher Schimmel und so was hier in den Gebäuden ist, ne? Aber gut, da sind sie an selbst schuld. Da kann man nicht die ganze Schule sanieren. Insofern die Menschheit überhaupt gewinnt. Na gut, wir wissen ja, dass dies tut. Zumindest die, die mein erstes Let's Play gesehen haben von Gears of War 3. Ziel. Ich hasse diese Viecher, weil die so ziemlich gut gepanzert sind, außer die Schwanzspitze. Nein, das ist aber gar nicht so. Oh. Vielleicht ein zweiter. Komm, kloppen wir klein. Ja, hahaha. Ich beiße mich. Er kloppt besser, ich klopp besser. Wobei die eher besser geschossen haben, als ich gekloppt. Ihn noch. Was laberst du für eine Scheiße? Nee. Weg. Haben wir dich damit erledigt? So sieht doch gut aus. Wie fühlt sich das an? Ja, gut, ne? Das war's. Und los. Nicht mehr weit. Hier lang. Ach, scheiß auf die Munition. Finden unser wir eh genug. Unser Evakuierungszentrum. Was zum... Sieht aus, als ob alle tot sind. Da sieht man auch schon direkt... Was hat das gemacht? Etwas, das wir töten werden. Ja, schade, wir keine Arkham-Bogen mehr zu finden. Eine traurige Ruhestätte für die Gefallenen. Die Schule ist verlassen. Kein Anzeichen von Weißen. Was sind die Kisten nicht im Weg? Los, hier durch. Wir müssen die Tribüne ausfahren. Dachte ich mir. Die Tribüne bewegt sich nicht. Ja, dann kloppen wir die Kisten halt weg in, ja, zu Staub und drei, vier einzelne Bretter. Diese ganzen Holzkisten. Passt schon. Ich meine, wir sind ja schließlich beim K.O.R., ich bin Barrick. Können wir hier auch umgefahren werden? Nein. Das war's. Und los. Ja, aus der Schule heraus. Machen wir. Hier sieht's dann nämlich nicht wirklich rosig aus. Wie gesagt, die haben ja hier alles ziemlich platt gemacht. Nicht im Ernst. Was kommt jetzt? Nein! Versuch's doch, hässliches Wissensstück! Komm und hol mich! Ja, du hübsche, bist eine ganz hübsche Berserkerin! Bleib weg von ihr! Hopp. Wir können sie nicht töten! Flucht ist jetzt besser als Kampf! Kampf abbrechen! Komm, mach mal die Kiste weg! Mach sie nicht weg, was soll denn der Quatsch? Und? Ich hab die Kiste hier wohl weg. Bitte. Okay. Wir müssen hier raus. Oh, ja.
Ja, so ein Berserker finde ich jetzt persönlich nicht so gefährlich, außer dass sie natürlich Unmengen aushalten und nicht ganz so leicht zu besiegen sind. Zumindest haben wir jetzt hier nichts Flammenartiges gesehen, und die er erstmal entzünden muss, um sie dann ordentlich verletzen zu können. Ja gut, wer weiß, ob die es überhaupt schon wissen. Ich glaube es nämlich gar nicht, wegen so lange sind die jetzt auch nicht im Krieg. Komm mal. Ach, da war das so klar. Wir machen uns hier ein... Ah, okay. Komm her, komm her. Ja. Nein. Da ging das Auto. Wo viel dürfte jetzt nicht das? Schön. Die Flammen aufhören, wenn das Ding explodiert. Hallo, hier. Ach mein Gott, schießt doch nicht immer gegen die Fahrzeuge hier voll. Das sieht schön aus. Komm mal, komm mal her. Hier lang, hier lang, hier lang. Kommt schon. Hört auf, auf das Fahrzeug zu schießen jetzt. Haben wir erledigt? Yeah. Nein, die haben schon den Großen angezündet. Ach, aber was ist denn los mit euch, Leute? Ernsthaft? Komm schon, lauft halt hier wenigstens in die Flammen rein. Wo ist die? Wo ist die? Alles drauf. Jawohl. Verdammt, das Mistvieh. Tja, sie war fast so zäh wie meine Ex. Die Schule ist verlassen. Kein Anzeichen von Weißen. Was jetzt? Jetzt haben wir ein wenig Spaß. Sieht ja bei der ein bisschen anders aus, wenn ich ehrlich bin. Tja. Also Berserker haben wir besiegt. Check. Jetzt denke ich mal schon fast, sind wir wahrscheinlich wieder General Ram, oder? Kapitel 4. Unter den Schatten. Da, meine Kinder. Jetzt können die Menschen uns nicht mehr aufhalten. Beweisen wir ihnen die Macht der Locust-Elite. Jawohl, da können wir ein bisschen rumspacken. Wisch. Und wisch. Und kommt schon, legen wir auch noch ein. So, ist leer, ist leer. Jetzt wollen wir ein bisschen zurückhalten. Ja, die Super Moria mit ihren reflektierenden Schildern, nenne ich es mal. Na, Dude. Du Tremor. Mit Trainer, Trainer, Trainer. Wo denn, wo denn? Da. Ja. Widerlicher Mensch. Weg mit dir. Tötet die Menschen. Ja, mach ich doch schon. Weiter mit Klappe um das Stück. Und einmal hinrichten hier. So. Platz für die Seher. Mann, nerv mich doch nicht, aber diese Königin. Hat sie wohl nicht mal alle hier. Ja. Ja, weg mit dir und
Hier machen wir das Gleiche. Da machst du alle drauf. Das ist meiner gewesen. Opfer, 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 Messi. Komm, auf der Einzelheit. Da lebt er immer noch. Ja. General hat Spaß. Ja, was soll das denn? Der Symmetrie wegen konnte man sich denken, dass Links auch einer war, aber wirklich gesehen habe ich nicht. Ich habe das einfach nur mal selbstgefällig angewandt. Ja. Also Leute, ich muss sagen, das macht echt Spaß. Also wenn ihr den Season Pass nicht habt, ja, dann zahlt ihr natürlich einiges mehr, nämlich genau 33% mehr als der Season Pass Besitzer. Aber trotzdem, es lohnt sich einfach. Das. Ja. Gut gemacht, mein General. Die Stadt ist gefallen und diese schwächlichen Menschen können uns nicht mehr aufhalten. Zerschmettert sie. Machen wir doch. Yeah. Oh, was ist das denn? Oh, Silverback. So einfach geht das. Jetzt war Silverback erstmal weg da. Weg mit dir. Und weg mit dir. Ja, jetzt bist du nett. Ja, dafür mal der ganze Lärm, ey. Ja. Locust Wind. Sieht zumindest sehr verdächtig danach aus. Vielleicht spielst du nur kleiner Freak. Zieht los, mein General. Illima City Hall. This property has been placed on the Seron Register of Historic Places. Ja, das kriegt jetzt einen neuen historischen Wert, diese ganze Stadt, kann man so sagen. Aber wo lang? Was gibt's zu tun? Ja, yeah, verdunkelt hier alles. Ich weiß zwar immer noch nicht warum, aber es geht zumindest gut voran. Und wo lang müssen wir? Ach, da hinten, sagt das doch einer. Ja. Ah, okay. Zerstören! Schafft Platz für die Seher! Oh, Silverback, Platz machen! Nein, nein, nein! Nein! General Ram ist gefallen! Eine unglaubliche Sache ist geschehen! Ah, wieder auf, schon komm schon, Tumor! Warum, mein Lieber? So, jetzt reicht mal erstmal. Silverback platt. Menschen. Fast platt. Und der sieht doch schon mal gut aus. Da. Komm her. Drecksau, die hat mich zu Fall gebracht. Eine Hose ist dreckig, wie ruhig. Willst du hier rein? Willst du hier rein? Und versuch doch mal da reinzugehen. Scheiß Silberdreck. Ja. Na, was kommt jetzt? Oh, Silverback, noch ein Löcher. Oh, die sahen aus wie Onyx Guards. Was soll's, aber drauf. So, erster Silverback gecleant. Entschuldigung, einmal husten. So. Yeah. Diese Stimme, die ist halt nicht. Oh, komm, machen wir so platt. Batsch. Ja, gleich, mein Freund.
und weg.